Hey Leute, hier ist Aldemar mit Mr. Prepper. Willkommen zur Super Autofahrt. Haben wir uns letzte Folge vorbereitet? Ich hab's nicht vergessen, ausnahmsweise mal. Oh ja, das brauchen wir jetzt. Ja. Oh, guck mal, ich habe noch so viel Essen übrig. Warte, was müssen wir jetzt noch kochen? Und dann ist schon wieder dunkel und wir können am nächsten Tag Auto fahren. Ist das nicht toll? Kommt nicht heute der Typ noch? Warte, ich muss gleich gucken. Also, wir brauchen... Oh, das müssen wir trocknen. Ich kann die aber auch mitnehmen und einfach so essen. Ne, ich trockne die einfach mal. Ich trockne die in meinem neuen Keller. Oh ja. Ah, oh, guck mal. Ist das nicht schön? Wie gesagt, ich muss hier unten noch eine Lampe hinmachen. Komm, ich guck mal, ob das gut geht. Vielleicht geht das ja gut. Ach, das geht sogar. Guck mal. Guck mal, so. Geil, ne? Was soll ich das da oben hinmache? Okay, komm, da müssen wir jetzt gerade nochmal die Generatoren und so auffüllen. da. Das geht nicht, ne? Gut, dann nur hier. Dann das wieder hoch. Okay, jetzt müssen wir uns mal leichter machen. leichter machen. Oh, ich sehe gerade, ich habe... Ah, ne, ich habe keine Nahrungsprobleme. Ich habe ja Nahrung unten. Die lassen wir hier. Das bleibt hier, das bleibt hier, das, das. Obwohl, die nehmen wir mal mit. Und dann brauchen wir nur noch Benzin. Ist die Frage, wann ist genug? Die Frage ist, wann ist genug? Ja, wann ist genug? Heute kommt er nicht. Okay, ich habe Essen dabei. Wir machen nochmal ein Nickerchen. Ich habe leider kein Energy. Ich nehme so ein Energy Bar noch mit. Das und das hier. So, okay. Ich weiß aber nicht, ob der... Macht der das auch hoch? Konzentrierte Energie mit... Ja, Schlafersatz. Okay. Dann mal los. Auf ins Abenteuer. Da. Macht ja nichts. It macht ja nichts. Okay. Auf. Auf. Zur Autofahrt. Oh, scheiße. Ja, stimmt ja. Ach, da habe ich jetzt nichts dabei. Natürlich. Okay, jetzt können wir nochmal zurückgehen. Ach ja. Wie wunderschön. Mr. Prepper. Guck mal, wie schwer wir sind. Ach, das ist ja... Das wiegt ja gar nichts. Das ist das Gute, ne? Oh Mann, blödes Mikrofon wieder. So. So. Es wird immer einfach stumm. Und dann knistert's. Aber ich tausche das Ding bald um, was das die Probleme macht. So. Es macht ja immer irgendwas Probleme im Audio. Es wird einfach nicht besser. Und täglich grüßt das Knistern. Jetzt müsste ich eigentlich nochmal schlafen gehen. Aber dann ist es wieder zu spät zum Autofahren. Oder wir warten noch einen Tag. Ach, scheiß drauf, oder? Doch, wir müssten einen Tag warten. Ah, eigentlich schon. Ach, scheiß drauf, wir fahren jetzt. Oh, nee. Oh, nee. Ich habe keine Knarre. Ich habe keine Knarre. Wir müssen nach dem ersten Stop nochmal zurück. Da müssen wir doch am nächsten Tag erst fahren. Cool, wir haben so eine Antenne. Ach so, das haben wir gemacht, um dieses Ding zu finden, ne? Stimmt ja. Da war ja was. Nicht. Okay. Coole Antenne irgendwie, muss ich sagen. Gefällt mir. Okay. Oh. Tot. Okay, sehr gut. Das noch.
Und die nächste. Aber die großen kommen ja diesmal nicht. Das ist nur der erste Stopp. Haben wir hier irgendwas? Ja. Komm her, Schlangilein. Ich habe alle deine Verwandten gegessen. Toll, kann ich dich nehmen? Super. Okay, komme ich nicht dran. Sehr gut. Okay, alles klar. Dann zurück. Dann machen wir es am nächsten Tag. Zurück zu Joe. Hoffentlich hat der Pistolenmunition im Angebot. Das wäre jetzt echt blöd. So 50 Schuss sollten hier reichen, ne? Können wir direkt noch die anderen Sachen verkaufen? Wir können noch mal in die Mine gehen. Nee, erstmal muss ich... Da. Wie viel hat er denn? 42, machen wir das. Und sonst? Nö. Guck mal, bei ihm kann ich auch Schrott verkaufen für 23, aber da wäre ich ja schön blöd. Computer. Verkaufen aber auch nur... So, dann, schade, dass die Lampen auch nur Glas bringen. Aber dann wäre das... Oh, hier, das müssen wir jetzt nochmal holen. Ich weiß, es ist teuer, aber... okay. Ne, alles gut. Guck mal, wir können auch Salz verkaufen. Lol. Müssen wir direkt mal machen. Ich weiß aber nicht, wie viel wir... Und getrocknete Beeren. Okay, machen wir das mal gerade. Die habe ich nach unten getan, ne? Getrocknete Beeren und was war das? Salz. Salz müsste dann auch hier sein. Ja, da Salz. Okay. So. So. Ja, schade. Nicht so viel, aber immerhin. Okay, dann bringen wir das wieder runter. Also, die müssen nicht in den Kühlschrank unten. Tun wir jetzt mal hier das andere Zeug rein. So. Guck mal, hier haben wir nur ein paar Dosen. Ein paar Dosen sind gut. Oh ja. Rübensuppendose. Ah, toll. Guck mal, dann tun wir jetzt erstmal das Fleisch noch hier oben in den Kühlschrank. Das ist ja für die Fuhre für morgen. Wir könnten aber auch Energy Drink machen. Oh, warte, jetzt habe ich eine Sache vergessen. Oh, guck mal, das läuft ab. Das ist gar nicht gut. Oh, guck mal, hält sehr lange und hält satt. Das muss wahrscheinlich in den Kühlschrank. Gut. Okay, egal. Gehen wir schlafen. Gehen bestimmt die Generatoren über Nacht aus. Halt! Okay. Jetzt aber. Gut, der kommt aber heute noch nicht, ne? Der kommt erst am nächsten Tag. The Way of Meat Eater. Oh ja. Aber ich meine, das ist das beste Verfügbare überhaupt. Ne, eigentlich sind es Bären. Aber, ja, ne? Die sind ja ein bisschen weiter weg. Boah, blödes Mikrofon. Oh, meine Güte, jetzt dreht sich mal in die falsche Richtung. So, jetzt geht's aber hier. Okay, dann holen wir das Essen wieder da raus. Brauche ich für den Kampf, da brauchen wir die Patronen. Das Telefon bleibt hier. Boah, Drecksmo. Okay, hier Knarre. Bang. Bang, boom, bang. Das Messer nehmen wir auch mal mit. Ausrüsten. Ich nehme mal auch die Axt mit. Die habe ich. Habe ich in der Hand. Knarre. Nachladen. Sehr gut. Okay. Okay, ich glaube, ich bin bereit.
Soll ich noch irgendwas mitnehmen? Für Notfall? Ich weiß ja nicht. Essen finden wir, wie gesagt. Energy Drink haben wir nicht mehr. Aber hier ist noch so ein Energy Regal. Den nehmen wir mit. Okay, los geht's. Halt. Wir nehmen nochmal ein Ding Benzin mit. So. Wir finden ja noch was unterwegs. So ist ja nicht. Das ist das Gute. Benzin. Ja, wir alle lieben Benzin. Brumm. Okay, so. Und los geht's. Puh, guck mal, sogar 4 auf Reserve. So, jetzt schaffen wir es aber. Bereit. Ich muss immer auf die Reifen gucken. Ich weiß auch nicht warum. Oh nein! Hätte ich doch bloß nicht auf die Reifen geguckt. Oh ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, hier sind wir. Hey, ist stärker geworden. Hier waren wir aber schon. So. Mehr Suppen. Nachladen. Ah, sehr gut. Und... Oh ja, ich habe mein Kaktusblatt gefahren. Vorwärts. Ich finde das so cool jedes Mal. Oh, waren die oberen Kakteen gestriffen. Sehr gut, sehr gut. So muss das sein. Ja, auf jeden Fall stärker geworden. Oder ich bin besser geworden. Okay. Ich frage mich mal, soll ich da drüber heizen? Ich brauche die blöden Gläser nicht. Ich nehme mir einfach mal alle mit. Ich kann einfach nicht ohne. Wer mich kennt, weiß das. Okay, und zurück. Wir heilen uns mal. Energy kann noch warten. Aber muss ich die Antenne irgendwie benutzen? Aber der hat ja gesagt, ich soll einfach so weit rausfahren, wie es geht. Ja, das hat er gesagt. Das ist das Wichtigste. Oh nein! Oh, jetzt habe ich gepennt. Das gibt's doch nicht. Toll. Es verabschiedet sich wieder unsere Stoßstange. Und tschüss.
Stoff? Oh, nee, im Ernst? So sieht das aus? Guck mal, ist überall Stoff. Geil. Kann ich mir eine Koje bauen, endlich? Ich nehme jetzt mal nicht mehr... Blödes Mikro. Ich nehme jetzt mal nicht mehr die Gläser mit. Sehr gut, sehr gut. Das brauche ich. Und weiter geht's. Noch mal reparieren. Nimm mal einen Energy-Riegel. Jetzt haben wir 16 Uhr. Wir haben noch plenty of time. Wir haben noch plenty of time. Vorwärts fahren. Haben wir noch ein bisschen Benzin? Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Ich muss noch mal was finden. Das hätte ich noch mehr mitnehmen müssen. Oh, shit! Oh! Okay, okay. Alter Schwede, ey. Wie übel. Jetzt habe ich gepennt. Oh, scheiße. Oh Mann, ey, das wird knapp. Ich glaube, jetzt habe ich es, oder? Ja. Danach können wir noch einmal, glaube ich. Noch einmal. Einmal noch. Oh, sehr, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie viel kostet das denn jetzt? Einen, ne? Fünf. Ich bin überladen, scheiße. Okay, da müssen wir irgendwas... Die Messer brauche ich mal echt nicht. Was ist das denn hier? Stoff. Wiegen die denn nix? Wiegen gar nix? Gut, dann lassen wir mal die Gläser hier. Lol. Oh, ich habe die Telefone mitgenommen. Super. Mein Gott, bin ich super. Benzin haben wir gar nicht, ne? Ich glaube, ich muss direkt weiterfahren. Scheiße, ist auch nochmal ein Stoff. Wie viel schwer ist denn das Stoffding hier? Ach, da sind drei Stoff drin. Das wiegt gar nichts. Was ist das da? Gar nichts. Ich kann es auch nicht zerkleinern hier. Gut, dann müssen wir weg. Oh, das ist blöd. Okay, können wir noch einmal fahren? Wir müssen noch einmal fahren. Scheiße, habe ich denn kein Inventar in einem blöden Auto? Zum Reparieren war jetzt auch keine Zeit mehr. Entweder schaffen wir es jetzt oder wir schaffen es nicht. Dann machen wir es halt nochmal und nochmal und nochmal. Und nochmal und nochmal und nochmal. Scheiße. So, noch einmal crashen, das war's. Oh, okay. Ich glaube, wir haben es immer noch nicht geschafft.
Army. Hier sind ganz viele Flugzeuge auf jeden Fall. Ja, ich weiß, zu schwer. Scheiße. Wir fahren zurück. Kann ich jetzt die Antenne benutzen oder so? Komm später zu Joe zurück. Achso, ist noch nicht fertig, oder was? Ach, ich hätte erst mit Joe noch mal reden müssen oder so. Ja, dann haben wir sowieso noch mal eine lockere Fahrt vor uns. Dann reden wir jetzt mal mit Joe. Es sollte jetzt nicht zu spät dafür sein. Joey Boy. Hey Kumpel, ich habe das Radio ins Auto eingebaut. Ich wette, dass es stark genug ist, um irgendwas zu empfangen. Kannst du jetzt in die Wüste wagen und die Sendung empfangen? Ich sterbe vor Neugier. Toll. Ich war ja nicht schon gerade da. Ich werde alles für dich aufschreiben, wenn ich es empfange. Okay. Empfange das Signal. Bell Bell. Sehr gut, Chupacabra. Ich bin stolz auf dich. Meine Güte, also das ist echt eine Fundgrube, die Wüste. Mein Gott, Walter. Okay. Disco-Schalter. Oh Mann, ich will den Disco-Schalter. Ich müsste unterwegs zerlegen können, das wär's. Ne, ich geh mal ins Bett. Kommt der blöde, ne, der Typ, wenn man ihn nicht reinlässt, kann man's ja umgehen. Jetzt muss ich jetzt mal gucken, okay. Der macht jetzt alle Schränke auf und so. Außer die Tür aufmachen, passiert jetzt bestimmt nicht mehr. Sag ich jetzt einfach mal. Aber wie auch immer, ich höre jetzt am besten erstmal hier auf, Leute, sonst wird die Folge zu lang, weil jetzt ein frischer Tag da. Also, bis zur nächsten Folge, Mr. Prepper. Und bis dahin, wie immer, Leute, haut rein.